Und weiter geht's mit Let's Play Mark of the Ninja. Wir haben beim letzten Mal gesehen, Sensei Asai ist nicht so der Gute, wie er sich dargestellt hat. Wir haben es uns ja eigentlich schon fast denken können. Oder so ein bisschen zumindest, dass der irgendwie ein bisschen komisch war. Selbst Aura, unser Sidekick, der irgendwie nie irgendwas macht, hat ja schon sowas angedeutet mit. Mal im Laufe der Missionen jetzt in der Festung in Osteuropa, bei denen wir Karajan getötet haben. Und jetzt steht im Prinzip der komplette Ninja-Clan gegen uns. Wir haben eigentlich niemanden mehr, der uns irgendwie helfen kann, außer wahrscheinlich Aura ein bisschen. Und wir lesen es hier in der Mission, die wir als nächstes angehen werden. Eine zerschmetterte Festung. Du kannst dich an niemanden wenden. Nur Dosan, der nach Tabriz ging, der Quelle für die Tinte wahrscheinlich, könnte uns helfen. Und das ist ja der Tätowierer. Und ich könnte mir vorstellen, dass der uns noch irgendeinen coolen Trick verraten wird, mit dem wir dann Sensei Asai aufhalten können. Ich bin sehr gespannt, wir schauen es uns an. Jetzt kommt es auf jeden Fall zum eigentlichen Showdown des Spiels so ein bisschen in den nächsten Levels. Ich glaube, 4 Levels sind es noch. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, als ich mal bei Wikipedia nachgeschaut hatte, dass es noch 4 Levels sind von jetzt an. Also, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Wird wahrscheinlich ganz ähnlich sein wie vorher, dass es erst ganz am Ende zum großen Showdown mit dem Sensei kommt. Und bis dahin haben wir es mit Sicherheitsleuten zu tun, die nicht bloß die Technik von Karajans Sicherheitsleuten haben, sondern jetzt auch dummerweise noch Ninja-Skills. Das kann nur super werden. Lasst es uns anschauen. Los geht's. Okay, Punkte brauchen wir eigentlich keine auszugeben, aber da wir ansonsten eh nichts damit anfangen können, der angereicherte Hisomu-File ist ein bisschen sinnlos, weil ich ja keine Angriffsgegenstände an sich benutze. Was ist denn der Ablenkungsgegenstand hier? Kartonschachtel. Eine schlichte Schachtel, die sich gut als Versteck vor Wachen eignet, solange sie nicht bewegt wird. Okay. Klingt eigentlich ziemlich interessant, muss ich sagen. Ich glaube, das könnte mir sogar ziemlich gut gefallen. Hier drüben haben wir eigentlich nichts mehr, was wir noch wirklich brauchen, so wie ich das sehe. Ist ja auch nichts Neues dazugekommen. Dann lass uns mal den Karton hier nehmen. Klar, her damit. Was kosten denn diese Hisomu-Pfeile? Okay, die kosten 5 dann. Wir brauchen sie eigentlich eh nicht, von daher kann ich es mir auch sparen. Na gut, dann brauchen wir eigentlich gar nicht mehr Punkte ausgeben. Die restlichen spare ich mir für den verbesserten Karton dann wahrscheinlich. Und dann legen wir wieder los. Und zwar erneut mit dem Pfad der Stille. Ich muss sagen, das hat mir richtig, richtig gut gefallen mit dem Pfad der Stille, dass wir jetzt auch lautlos rennen können. Das ist super. So, dann nehmen wir die Rauchbombe und den Karton. Ich hoffe mal, es fällt mir nicht auf die Füße, dass ich keinen richtigen Ablenkungsgegenstand mitnehme. Wir schauen es uns mal an. Ab geht's! Before the restoration, as the other clans strayed and disbanded, a merchant sold us a secret. He led us to a flower whose petals burn with toxin. Dosan's trail leads here, the source of the ink in your marks. If Asai has a secret, it's in there. Die Randbezirke von Tabriz. Der Wind kommt auf. Findet Dosan. Gut, schauen wir mal ganz kurz auf die Karte. Es geht ein gutes Stück nach rechts. Oh ja, ein gutes Stück nach rechts. Okay, da haben wir ein bisschen was vor uns, so wie es aussieht. Schauen wir es uns nochmal an. These bandits are tricky and ruthless. Watch out for traps. Oh. And whatever you do, don't get caught. They'll torture you for days and let the insects finish you off. Na, das klingt doch sympathisch. Ich habe jetzt irgendwie nicht damit gerechnet, dass das, was hier unten so blinkt, auch explodiert dann irgendwann. Aber gut zu wissen, dann sollte ich das vielleicht vermeiden. Rennen wir einfach mal durch. So, geht doch. Oh shit. Mann, Mann, Mann. Okay, da müssen wir dann auch aufpassen. Das lockt natürlich auch die Wachen an. Wenn wir da durchheizen, das ist dann vielleicht auch nicht so das Beste. Ach shit, wie komme ich denn da jetzt lang? The wood is rotting. The stone is crumbling. Ups. Okay. War gut. Ich glaube, ich gehe lieber oben lang. Wie wär's damit? These bandits are tricky and ruthless. Watch out for traps. And whatever you do, don't get caught. They'll torture you for days and let the insects finish you off. Na, das kann ja geil werden hier. Aber der Hintergrund gefällt mir ganz gut. Ich muss ja sagen, ich bin ja so. The wood is rotting. Ja, ja. The stone is crumbling. Does anyone still live out here? Bestimmt lebt hier noch jemand. Ich muss jetzt sagen, ich bin ja so ein kleiner Orient-Fanboy.
und kann mich immer dafür begeistern, wenn irgendwo so ein leicht orientalisch angehauchtes zu sehen ist. Ach, na sieh mal an. Komme ich da irgendwie dran vorbei oder muss ich jetzt das in Kauf nehmen, dass ich dabei explodiere? Oh shit! So war das jetzt nicht unbedingt gedacht. Ich habe kein Leben mehr. Na gut. Jetzt habe ich ja wieder welches. Das war bizarr. Okay, lass uns weitergehen. Komme ich da oben lang? Nicht so wirklich, ne? Ne, oben drüber gehen will er nicht. Und da haben wir unsere Wachen. Okay. We are coming for you. Come on, show yourself. Oh, fuck. Das war nicht so gut. Ich hätte vielleicht erstmal unter ihm stehen bleiben sollen. Das wäre vielleicht eine ganz gute Methode gewesen. Na gut, schauen wir nochmal. Someone is here. You cannot hide forever. So vielleicht? Nein, ach komm. Was schaust du denn nach unten, wenn ich die Glocke oben anbimmel? Okay, dann müssen wir mal schauen, dass wir es vielleicht irgendwie anders machen. Und wenn ich einfach mal bei ihm... Das bringt auch nichts, wenn ich hier draufkletter und dann übers Dach gehe, oder? Ich meine, er kann ja hier durchsehen. Wir schauen mal kurz. We're coming for you. Nee, da oben kann er nicht durchschauen. We will find you. Okay. Na gut, wenn das so ist, dann könnte ich vielleicht... Oh. No sign of him here. Das war nicht so gewollt, aber geht auch. I hear screams. Auch okay. Wir kommen vorbei. So, einmal oben drüber. Wie sieht's hier drin aus? Da ist eine unschöne Falle, so wie ich sehe. Was ist das für ein lautes Geklapper hier? Was ist already broken? Ja, ich habe da unten nichts gemacht. Achso, du meinst hier oben an dem... Ja, nee, das war noch nicht, aber... Ich meine, so altersschwach, wie das alles ist... Braucht euch nicht wundern, wenn da was wegbricht. Oh, shit! Ja, ich war's nicht. Nee, 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 alles gut. Der Sandsturm wird deine Sichtweite im Freien beeinträchtigen. Okay. Auch interessant. So you'll know what you're getting into. Die äußeren Ruinen. Stimmt, wir haben ja die Fernsicht, mit der wir dann auch durchaus mal ein bisschen weiter sehen können. Wo ich ja gar nicht dran gedacht habe. Ich benutze die auch kaum, muss ich sagen. Was ist das already broken? Na klar doch. Okay. Lohnt es sich denn da unten reinzugehen? Nicht so wirklich, ne? Dann bleibe ich auch oben. Eigentlich ganz spannend mit dem Sandsturm, weil man jetzt eben dazu gezwungen wird, die Weitsicht mal richtig einzusetzen. So, hier darf ich doch sein, ohne dass du explodierst da unten, ne? Ich hoffe doch. Okay. Ah, da komme ich nicht ran. Das bringt's mir nicht. Gut, davon haben wir wieder was. Da unten brauche ich eigentlich gar nicht reingehen, oder? Was haben wir denn hier Schönes? Mal kurz schauen, was es hier gibt. Zwei Wachen. Ja, toll. Die können aber von mir aus auch da bleiben. Also, ich habe kein Problem damit, wenn die Wachen dort sind. Ach, ich komme nicht hier oben drüber. Ah, das ist natürlich uncool. Damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet, muss ich zugeben. Hallo. Oh, shit. Hat sich denn was ausgedacht? He'll give me the tattoos. Not if I break him first. Okay, die haben aber auch ein ziemlich kurzes Sichtfeld. Oh, nett. Das war bestimmt, was ich wollte. Okay, müssen wir nochmal schauen. Vielleicht kann ich auch einfach an denen vorbeischleichen unten. Das kann schon durchaus... Ja. Kann schon durchaus klappen. Könntest du vielleicht... Danke, Ninja. So, dann schauen wir mal kurz hier drüben, ob wir das hinkriegen. The half-dead rat hasn't broken yet. Hey, he's here! What? Du hast mich gesehen? Sauerei. Achso, natürlich, wegen dem Kronleuchter, ich Idiot. An den habe ich ja gar nicht gedacht gerade. Ja. The half-dead rat hasn't broken yet.
But give it time. He'll give me the tattoos. Not if I break him first. Achso, ich habe ja das drin. Wartet mal. Ich wollte eigentlich mal schauen, ob ich vielleicht... Achso, ich hole das dann bloß runter. Ich dachte, es explodiert auch. Das wäre noch schön gewesen. Kann ich das denn zur Explosion... Nein, ich kann es nicht zur Explosion bringen, ohne selbst dabei zu explodieren. Und die beiden Pfeffertrolle interessiert es auch nicht im geringsten. Das ist super. Ja, komm mal gucken, genau. Nothing. Magst du nicht mal auf den kaputten Abschnitt kommen? Wie wär's damit? Nee, will er nicht. Okay, schade. Ich meine, ich könnte natürlich mit einer Rauchbombe mich durchsetzen da, aber... Weiß nicht, ob das in der Sache ist. Come on, show yourself. Ja, wie schön, es funktioniert. Oh scheiße, jetzt habe ich jemanden getötet. Das war aber nicht der Plan. The wind covered his tracks. Aber wie schön, das funktioniert wirklich. Ich muss mal kurz gucken, was eigentlich meine Ziegel sind heute hier. Hol dir die Schlüssel ohne Gegenstände zu benutzen. Hol dir die Sumi ohne dabei Schaden zu erleiden. Und hol dir die Tätowiernadeln ohne entdeckt zu werden. Na, das klingt doch großartig. Okay. Dass der wirklich so dumm ist und sich dort reinstellt dann. Na gut, wenn ich jetzt schon einmal angefangen habe mit Ermorden, dann kann ich damit auch weitermachen, oder? We are coming for you. Na klar doch. Komm vorbei. Na? In your face. I hear something. Okay, er bleibt dann aber auch da. Er ist nicht so dumm, dann auch noch reinzulaufen. We are coming for you. Das ist natürlich schade. Ich muss irgendwie es schaffen, hier hinten hinzukommen. Vielleicht in dem kurzen Moment, in dem er dann wieder zurückgeht. Ich habe jetzt auch wirklich keine Waffen, um ihn zu töten, ne? Also ich kann ja wirklich nichts machen eigentlich. It's clear. Na, geh doch. Oh Gott. Ja, toll. Dankeschön, dankeschön. Die Derpy-Steuerung mal wieder. Na gut, zumindest haben wir jetzt aber wieder keine Kills auf dem Konto. Komme ich denn irgendwie hier rüber? Nee, ne? Ah, aber kann ich vielleicht... Oh Gott, das war nicht der Plan. Es läuft gut, es läuft echt gut. Und selbst wenn ich nichts tue, bringen sich die dummen Wachen von alleine um. Das ist auch geil. Okay, warte mal. Kann ich denn irgendwie... Okay, ich komme hier schon mal lang zumindest. He'll give me the tattoos. Ah, das reicht. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich das natürlich gleich so gemacht. Wenn das so ist, ist das auch alles wunderbar. Oh, und da unten hängt unser Freund. Das Konservatorium, die Quelle der Tätowiertinte. Hey, Aura. Oh, Dosan. Dann wollen wir unseren Freund mal befreien. When I got here, the bandits seized me and tried to make me give them the marks. I refused. Ordesan's not worth much, but I have my honor. You must save me. Find the key to unlock these chains and find the tools they stole from me. Okay, das ist doch meine Aufgabe. Finde Dosans Nadeln, die Sumi und die Schlüssel. Was auch immer die Sumi ist, ich habe keine Ahnung, aber wir werden es sicherlich noch rausfinden. So, schauen wir mal kurz. Das geht schon wieder ziemlich weit nach drüben. Na gut, aber ich meine, jetzt ging es ja auch gerade schneller als gedacht, muss ich zugeben. Schauen wir doch einfach mal. Wir können ja auch ein bisschen sprinten, ohne gesehen zu werden. Von daher, vielleicht geht es ja doch recht schnell. Komme ich an dem hier vorbei? Tatsächlich! Wahnsinn! Finde ich gut. Über den glühenden Sand. Oh. Er bleibt dort.
Okay. Wie weit geht er? Er bleibt da stehen. Lass mal schauen. Ah, schade. Er springt nicht hoch genug. Ich hatte gehofft, dass ich es schaffe, über ihn drüber zu hüpfen, aber denn so weit kann er dann leider doch nicht. Gut, dann müssen wir nochmal über den glühenden Sand gehen. So, ich wollte ihm das erstmal hier rüberlocken, damit wir dann in dem günstigen Moment einfach mal weghoppen können. It's clear. Na klar. Ach Mensch, mach doch die Funzel aus. Es war doch alles clear. Da brauchst du doch nicht mehr die Lampe anhaben. Okay, oder schaffe ich es vielleicht auch gleich so? Ja, das geht. Wunderbar. Dann doch gleich so. Dann spare ich mir doch den Spaß mit dem Anschießen und so. Ein Stück müssen wir noch. Ich gebe zu, ich bin jetzt nicht gerade auf der Suche nach den... Gut, da passe ich drüber. Nach den Siegeln hier, nach den Schriftrollen meine ich. Die lasse ich jetzt ein bisschen außen vor. Ich könnte wetten, dass jetzt zum Beispiel hier unten gerade eine ist. Würde mich zumindest nicht wundern. Okay, oben komme ich gar nicht lang, das ist ärgerlich. Gar nicht? Nee, gar nicht, wie es aussieht. Dann werde ich mich wohl hier unten lang schleichen müssen, bei unserem schlafenden Freund hier. Aber sieht soweit auch ganz in Ordnung aus. Nehmen wir doch den Weg einfach. Look, Dosan's tools are up there. I guess they were still hoping they could force Dosan to use them. Finde Dosan's Zette. Wir Nadeln, das war aber knapp. Ach, das zählt jetzt schon als Finden. Ich dachte, ich muss sie auch richtig haben. Okay, jetzt müssen wir mal schauen. Ups. Kriegst du die Lampe nicht hin? So, lassen wir mal kurz untersuchen hier. Und wenn das Licht jetzt weg ist, sollten wir ja eigentlich ohne Probleme dann an denen vorbeikommen können. He must be somewhere else. Noch zum Beispiel auf der anderen Seite von diesem Ding, hinter dem ich mich verstecke. Okay, der läuft ja seine Runde hier vorn. Das ist völlig in Ordnung, das ist legitim. Kann er auch weitermachen. Oh, was? Wieso falle ich da durch? Was war das? Ja, jetzt töte mich doch bitte. Wieso falle ich denn nur durch? Was war das denn? Also damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet, das gebe ich zu. So, neuer Versuch, verstecken wir uns nochmal. Warum bin ich denn da durchgefallen? Wieso konnte ich da denn nicht drauf lang gehen? Verrückt, verrückt. Na gut, was soll's. Ist ja nicht viel passiert, das Checkpoint war ja gleich hier vorne, das ist ja das Praktische. So, diesmal hüpfe ich auch gleich an der Stelle, damit ich nicht wieder durchfall. So, damit sind wir doch schon mal hier. Das ist doch schon mal ganz gemütlich. Nur kurz gucken, dass er sich nicht umdreht hier. Oh shit! Hier ist gut was gesichert. Gut, schauen wir mal, was wir hier drehen können. Ah, da drüben. Okay. Sollten mir die Zacken da unten dran irgendwie Sorgen bereiten? Ich schau mal, was passiert, wenn ich loslasse. Oh, nichts. Interessant. Ich dachte eigentlich, dass das Ding runterkommt. Okay, wenn das so ist. Schauen wir mal, ob es auch oben bleibt. Ich dachte es mir irgendwie schon fast, aber dass es so dämlich ist. Na gut, warum nicht? Okay, wartet mal. Jetzt will ich aber mal kurz schauen, komme ich nicht eigentlich besser, wenn ich hier drauf hüpfe? Ach so, nee. Ich sehe schon. Was passiert denn, wenn ich hier aus... Das passiert, wenn ich da aus Versehen reinkomme. Alles klar. Gut, dann weiß ich ja, wozu ich das Ding hier hochmachen muss. Bringen wir es doch mal auf... warte mal, nee. Wir machen erstmal hier unten. So. Und dann arbeiten wir uns einfach mal Stück für Stück vor. Siehst du mal. Ganz gechillt. Ohne größere Probleme. Und schon. Wow.
Ich Idiot. Und schon lasse ich mich vom allerletzten Pfeil treffen. Das war ja klar. Oh. Auch eine Idee. Komm, wir machen einfach mal so. Da können wir uns schon mal hier unten das Rumgeschiebe sparen. So, okay. Haben wir bloß noch oben das eine Seil. Das war natürlich total expertös von mir gerade. So. Jetzt aber haben wir das schon mal geschafft. Her mit den Nadeln. Wunderbar.